Ja, hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Ohrklinge. Hey, es ist mal wieder Zeit, ne? Ja, wir wollen mal wieder fleißig basteln. Momentan ja unser episches Projekt, übrigens, was mich gerade so ein bisschen annervt mit der Karte, das habe ich jetzt schon gemerkt. Sieht irgendwie etwas freaky hier aus. Ich weiß allerdings nicht warum. Sehr, sehr komisch, oder? Ja, als ob hier die ganze Zeit Nacht wäre oder so. Achso, übrigens, das habe ich mal so aus Jux und Dullerei aus Langeweile mal irgendwann gemacht. Was heißt Langeweile? Also die Fee hatte noch ein bisschen Sand übrig und ich wollte das unbedingt machen. Dann hat sie gesagt, ja gut, okay, pass auf, ich stell den paar Kisten hin bei mir. Kannst du den Sand nehmen und dann kannst du das da fertig machen. Weil ich gesagt habe, so, oh Mann, ich habe nicht genug Sand, ich will gerne die Arena fertig machen. Und ganz ehrlich, es funktioniert. Viel, viel Rumgeweiner und Rumgeflänne hilft. Man bekommt die Sachen, die man haben will. Echt total geil. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, machst du erst einen Sandplatz? Dann dachte ich, nee, ist kacke. Dann habe ich erst diesen Ring innen drin gezogen aus Sandstein. Dachte mir so, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und dachte mir so, ja, so eine große freie Fläche könntest du eigentlich so die Zahlen, bis ich das da reinsetze, ne? So, und deshalb ist das dann da so drin. Aber mich nervt das im Moment so ein bisschen an, dass das hier so komisch aussieht. Das heißt, ich werde die Minimap ausmachen. Das werde ich ausmachen. Und das mache ich aus. Genau. Fairplace Paper. Ja, Webserver ist abgeschaltet. Ja, ich weiß. So, ich habe es einfach mal ausgeschaltet, weil sieht momentan nicht gut aus. Vielleicht liegt es am Update oder was weiß ich. Ist jetzt erst vor kurzem gewesen. So, und ja genau, ich wollte mit dem Bahnhof hier weitermachen. Jetzt haben wir praktisch all das, was wir brauchen. Weil ich werde erstmal nicht mehr als diese paar machen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass mehr als drei Stück da hinzukommen. Ja, das wäre ein bisschen aktuell zumindest, ist es noch unwahrscheinlich. Dazu sei gemerkt, dass hier diese eine Linie geht ja schon da hinten hin. Eins, wie gesagt, wird Richtung Nesserputter, was ungefähr da so ist, gehen. Und das andere geht Richtung Hafen. Das heißt, wenn man hier ankommt, hüpft man gleich ins nächste und fährt halt Richtung Hafen weiter. Das ist eine ganz schöne Sache eigentlich, ne? So, aber nichtsdestotrotz muss das Depot halt gebaut werden. Ja, ist gar nicht so einfach. Hm. Übrigens voll krass, ne? Hier mit Two and a Half Men und Charlie Sheen, dass Charlie Sheen ja irgendwie wieder zurück will, beziehungsweise auch von Produzentenseite her man zurück möchte. Ashton Kutcher aber mittlerweile den Bogen überspannt, was Kommentare gegen Charlie Sheen angeht, ja, wo alle Leute schon sagen, so, ey, ganz ehrlich, egal was er vorher gemacht hat, du kannst so eine Scheiße nicht bringen, Ashton. Vielleicht ist er ein bisschen pissig, weil rauskam, dass er seine Frau betrogen hat, die Mila Kunis, eine absolut hammergeile Schnitte, ja, und er betrügt die einfach so, also zumindest ist da dieses Gerücht, weil ja die beiden haben ein Kind zusammen, so, und jetzt ist ja vor kurzem irgendwie so eine schwedische Schönheit aufgetaucht bei denen. Und da hat der Mila Kunis mal eben so gesagt, von wegen so, ja, ich hatte da was mit deinem Mann. Es gibt Beweisfotos und dies und das und jenes. Und das momentan Trouble in Paradise, wenn man das so nennen möchte. Ja. Aber das wäre mal, also gut, ja, was heißt, wäre interessant. Eigentlich nicht so wirklich. Denn ist eher nicht so meins, aber zumindest wäre es halt mal wirklich interessant. Hat er das gemacht? Vor allem würde ich mich dann fragen, also ich habe kein Bild gesehen von dieser Schwedin. Schwedin sondern ist ja generell so, oh, Schnieke, ne? Aber ganz ehrlich, Mila Kunis, oder generell, warum sollte man seinen Partner betrügen? Fangen wir mal so an. Also egal, ob diejenige ein Topmodel ist, Mila Kunis heißt oder irgendwie ein schwedisches, blondes Sahnestädtchen ist, warum sollte man denn seinen Partner betrügen? Also, das verstehe ich sowieso nicht. Das ist für mich so ein Ding, es ist so ein absolutes No-Go, das zum einen. Und zum anderen, ja, was ist die Veranlassung dafür? Also ganz ehrlich, wenn man denn unglücklich ist, ja, weil gibt es ja dann irgendwie so darum, ja, derjenige ist unglücklich oder diejenige, es gibt es auf beiden Seiten, ne? Da müssen wir dann gerecht bleiben, was es angeht. Ja, von wegen ja, irgendwas passt nicht und man ist unglücklich und das macht keinen Sinn mehr und so, dann denke ich mir jetzt mal, okay, hat man denn darüber vorher geredet oder reden diese Leute dann vorher über diese Probleme, die man denn da hat, oder behalten die es einfach nur für sich und schweigen das dann aus und sagen dann irgendwann, ja, hey, pass auf, so und so ist vorbei und so, ne, und hier betrogen die ganze Zeit.
Ja, weil ganz ehrlich, wenn es denn nicht läuft, dann kann man es ja vorher ansprechen, bringt es vernünftig zu Ende und dann kann man mit anderen Leuten dann irgendwie machen, was man lustig ist, aber doch nicht, wenn man noch mit jemandem liiert ist, oder? Nee, das macht ja auch gar keinen Sinn. Aber das ist sowieso was, das werde ich, glaube ich, niemals verstehen können, weil das ist so für mich, ja, keine Ahnung, aus diesem Grund könnte man vielleicht die Hexenverbrennung wieder einführen, aber wie gesagt, sowohl für Männlein als auch für Weiblein, denn die nehmen sich da meines Erachtens nach überhaupt gar nichts, benehmen sich da beide gleich scheiße. Ja, muss man halt, muss so sagen. So, genau, Stöcker brauche ich jetzt gar nicht. Das muss ich gucken. Genau, ja. Puh. Verdammte Axt. Wenn ich jetzt den da anstupse, wenn die hier liegen, dann könnte das gehen, ja. Es sei denn, ich sage, ich mache das noch ein bisschen weiter oben, damit er dann erstmal richtig ins Rollen kommt, ne? Oh, hier ist das nicht richtig eingestellt. Das ist, achso, ne, egal. Nee, halt, das ist nicht egal. Das will ich auch gleich mal korrigieren, bevor das hier noch zu mehr Schwierigkeiten führt. So, und dann einfach mal kurz das hier. Sehr gut. Ja, jetzt ist es natürlich nicht richtig, ne? Warum? Warte mal. Dann machen wir das halt so. Genau. Ja, doch, das geht. Das kann ich so lassen. Und dann halt so. Genau. Dann liegt das halt schon mal ein bisschen tiefer. Ist auch nicht so dramatisch. Puh, genau, das läuft dann hier so durch. Ich bin jetzt halt nur überlegen, ob wir es ein bisschen tiefer machen oder ein bisschen höher noch. Weil, also, es ist nur so, hier stehen jetzt eigentlich die Loren, ja. So, und die muss man ja dann hier hinschieben. Schwierig, schwierig. Wobei, warte mal. Da war ja, war da eine Schiene? Jetzt will ich gerade überlegen, wenn da eine Schiene ist, dann kann ich sie schieben, weil dann schiebe ich die Schiene mit weg. Das geht also nicht. Das heißt, hier liegt das drauf und dann geht es da so hin. Ja, doch. Ja, das macht irgendwie Sinn. Genau. Das passt so. Genau. Dann mal den Kolben rausgesucht. Ja. Praktisch hier liegt es auf. Das heißt, da liegt der. Und dann geht es ja schon los hier mit der Leitung legen. An der Stelle. Eieieiei, wieder dramatische Szenen hier, die sich abspielen. Schlimm, schlimm, schlimm. Genau, so, wunderbar. Dann müssen wir praktisch jetzt... Boah, jetzt bin ich überlegen, wie wir es machen. Da muss ich schon eine größere Mehrfachschaltung basteln. Denn es ist ja so, dass das eigentlich, wenn es ein einziges Teil gibt, wo man das anfordert, nur das, dann ist es so, man hast einfach nur direkte Leitung her und entweder kommt ein Signal an oder es kommt nicht an. Jetzt ist die Sache, ich will das ja so haben, dass es funktioniert, auch wenn ich das da vergessen. Impuls. Boah, jetzt habe ich gerade mega erschrocken, sorry. Ich habe gerade meinen ersten kleinen Herzinfarkt gehabt. Puh. Ja, nee, wo war ich gerade genau? Ich könnte es einfach per Tastschalter machen, dass einfach nur ein Impuls geschickt wird, der dann dahin geht und ich splitte das hier dann auf. Das könnte ich machen. Genau, ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich jetzt irgendwie zigtausend Schaltungen hier entwerfe, die dann eigentlich zum selben Ergebnis führen. Müssen wir natürlich ausprobieren, ob das dann so funktioniert. Ich denke mal schon. Es ist nur die Sache, funktioniert das denn so, wenn...
Genau, hier kommt die Lore an, die wird hier draufgeschoben und dann... Achso, ja. Ja. Bis dann. Achso, jetzt sind sie schon weg. Ja, dann, ja, auf jeden Fall auch eine gute Nacht an der Stelle. So. Es ist nur die Sache, das wird natürlich relativ hoch, habe ich gerade überlegt, ne? Wenn wir hier die Loren rufen, aber wir brauchen den Platz. Wir brauchen den Platz wegen Schaltung hier drunter. Und auch so ein bisschen, um halt das Ganze so zu haben, dass es funktioniert, ohne dass man nochmal diese ganzen Schienen verlegt. Schwierig. Warte mal. Also auf jeden Fall. Ich gucke gerade, wie ich das löse. Müssen wir irgendwie gucken. Genau. Ja, stimmt. So rum war das. So hatte ich das gemacht. Ja, genau. Machen wir so. Und so. Genau. Und zwar muss das hier davor, weil der schiebt das ja vor und im schlimmsten Fall katapultiert das zu weit und dann liegt es hier einfach nur irgendwo rum. Weil wir wollen ja nur, er schiebt es dahin, es fällt hier runter, plupp, und dann genau. Das funktioniert. Jetzt bin ich gerade nochmal am überlegen, warte mal. Wenn ich das hier so mache, genau, dann habe ich das da. So. Ob ich das wegnehme? Nein, verdammte Scheiße. Arg. Ja, das war jetzt, was war sowas von klar. Genau. Spitzhacke ist zu schnell, deshalb. Ja, das bleibt bestehen, sehr schön. Dann lassen wir das doch so. Sehr gut, genau. Das ist doch das, was ich... Rollt das denn hier lang? Ich glaube nicht, ne? Verdammt, komm, wir müssen das mal kurz testen. Wir testen das mal aus. Ich bastel mal schnell eine Lore und dann machen das nur schnell Schalter, sonst wie Gedöns, Arrangement. So, kurz hier ein paar Sachen hinlegen, die ich nicht brauche aktuell. Genau. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Ich brauche 64 Fackeln. Immer. Genau, so. Ich brauche Steine, sehe ich gerade. Das wäre mal was. Genau, so, dann habe ich hier einen Schalter. Den brauche ich gleich. Und ich brauche eine Lore. Lore. Nee, einmal nicht. Ich will eine Lore. So, genau. Okay, wir könnten auch mit einem Eimer durch die Gegend hacken. Ne? Das wäre auch vielleicht ganz cool. So... Hat halt Stil. Hat nicht jeder, aber... Ach, scheiße, jetzt ist ja das... Ja, ich habe gerade das Problem erkannt. So, mal gucken. Ja, und zwar muss ich jetzt rein theoretisch... So. Nein, ne? Oh, scheiße. Warte, wir machen mal kurz, weil ich habe nicht genug Steine. Genau, das muss ich dann genauso machen, dass er dann auch hier runterfällt, ja. Wow, ja, toll. Und ich dann natürlich gleich mit. Yes, sehr geil. Ja, so muss es sein, ne? Das ist hier so dieser Vorführeffekt. Genau, so muss es sein. Dann liegt das nämlich da drauf. Es wird dunkel, das heißt, ich springe mal schnell ins Bettchen, dass die Nacht weggeht, dass sie da gar nicht erst auftaucht. Ja, genau, sehr schön. So. Das ist schwierig, ne? Also wenn ich überlege, auf der 360, da hatten wir das alles ganz easy peasy, na gut, auch nach Ewigkeiten rumexperimentieren gemacht. Und jetzt fühle ich mich praktisch so, als ob ich weiß, wie es ungefähr funktionieren könnte, aber es irgendwie dann doch wieder neu erfinden muss, weil ich das schon seit Ewigkeiten nicht gemacht habe. Jetzt geht es nämlich zu erfahren, reicht das, dass er hier runterfährt? Oder muss ich das dann da wegnehmen? Wenn ich das sehe, würde ich spontan sagen, das hier muss weg. Aber wir probieren das aus, denn Minecraft hat manchmal die unlogischsten Konventionen. So, genau, hier ist schon mal das hingelegt, sehr schön. Kriegt er jetzt überhaupt einen Puls? Nee, kriegt er nicht, haha. Ja, wie ich es mir gedacht habe, ne? Das passt nicht an der Stelle. Das muss dann da durch. Scheiße. Ja, okay. So, komm her. Dann muss das praktisch... Hab ich denn noch Steine? Verdammt, ich habe echt gar keine mehr. Boah, Scheibenkleister.
Ganz ehrlich, da brauchst du unbedingt Pflastersteine, ja, sonst regt man sich immer auf, ich weiß Pflastersteine, ich will keine haben und so. Und jetzt brauchst du mal endlich welche. Und denkst dir dann, ach verdammt, nee, deine Anatro ist auch nichts. Ich brauch erstmal Hähnchen. Erstmal brauche ich was zu futtern hier. So, genau. Und dann ziehen wir uns, glaube ich, hier unten ist doch irgendwo, warte mal, irgendwo hier war doch, war nicht irgendwo eine Mine? Oder irgendwas zumindest, hier war doch irgendwie so kurz so ein, genau, da ist doch irgendwas. Genau, sehr schön. Dann springen wir hier kurz. Komm, wir springen runter. Yay! Und hier die ganzen Jolly Jumpers der Nation hängen da schon und warten sehnsüchtig darauf, dass irgendjemand sie einreitet und mit nach Hause nimmt. Ja. So. Ich höre Lava, glaube ich. Ja, 31. Warte mal, nehmen wir hier mal ein bisschen mit. Ja, genau, haben wir 36. 36 ist eine angenehme Zahl. So, hier geht's ja irgendwie, glaube ich, raus, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Hier war auch irgendwie noch mehr. Ich bin auch keine, ich habe keine echte Ahnung mehr. Ich weiß nicht, haben wir da irgendwie mal was großartig erkundet? Haben wir das nicht gemacht? Ah, schwer zu sagen. Ich finde das so geil, dieses Haus, ey. Weil wir bei dem anderen noch der Teich, assiste, ich wollte ja, ach, verdammt. Genau, wir müssen endlich mal gucken, dass ich noch dieses Fischnetz, ich bin der Meinung, ich habe eins, dass wir die Fische fangen und dann hier reinsetzen in den Teich, ne? Ja. Das kriegen wir auch noch hin. So, jetzt haben wir aber erstmal. Genau, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Verdammt, genau, ich wollte mit Stein basteln. Ja, richtig, doch. Also ich. Ah, super geil. Ich lenke mich schon wieder selber ab. Sehr schön. So rum müsste es dann natürlich passen. Was habe ich denn hier gerade weggeschoben? Achso, die eine Schiene. War da eine Schiene? Anscheinend schon. Ja, das ist ja auch egal. So, das heißt, das muss weg. Ja, zieht sich zurück, genau. Dann probieren wir das gleich nochmal. Genau, das funktioniert. Das fliegt halt auch direkt nach unten, weil wir halt hier diesen Stopper haben. Deshalb fliegt nach vorne und dann gerade nach unten. So, dann einmal das hier ran. Genau, und da rollt sie denn dann. Gut, nicht wirklich schnell, ist klar, weil, naja, ist ja nicht so dramatisch und letztendlich rollt es sowieso nicht schnell, wenn wir denn das einfach automatisch mechanisch schieben lassen. Ne? Wenn wir das selber anstoßen, ist es immer doller oder stärker. Und wenn wir drin sitzen, sowieso noch viel, viel mehr. Liegt aber auch dann an der Masse, die das Ding hat. Ne? Wenn so ein grobschlächtiger Ork-Häuptling mit voller Montur da drin sitzt, dann rollt das Ding einfach mal weiter, wenn man irgendwo runterrollt. Ja, gut, okay, das ist auf jeden Fall schon mal so global galaktisch gesehen in Ordnung. Wir können da oben jetzt eigentlich nur schon das Ganze ersetzen mit Stein, einfach nur, damit ich das dann nicht vergesse und damit ich auch noch weiß, wie das Ganze dann auszusehen hat. Genau, so. So, dann nehmen wir mal das hier alles mit. Genau, und dann hier an der Stelle noch das. Sehr schön. Ach ja, gut, das sieht man später sowieso nicht. Das ist ja jetzt einfach nur für unsere Architektur, damit wir das benutzen können. Ansonsten nicht, dass sich einer wundert, nee, das ist ja aber kacke, das gibt's dir voll Mühe, jetzt knallst du das da so hin. Na, das ist alles noch verkleidet, das sieht man später gar nicht mehr. Oder sowieso das Depot wird man nicht sehen können. Es sei denn natürlich, ich mache hier irgendwie so eine Glasfassade an der Seite, dass man so eine Art Querschnitt hat und von außen sich das, oder zumindest in den Bahnhof reingehen kann, einen besonderen Teilabschnitt und kann sich das dann angucken. Aber ganz ehrlich, warum sollte man das tun? Warum sollte man sich angucken, wie da einfach Luren übereinander gestapelt liegen? Das ist jetzt übrigens das nächste. Das Ding wird mega galaktisch hoch. Und zwar so hoch, dass wir genug Loren reinkriegen. Denn aktuell würden wir jetzt nur, ich weiß gar nicht, zwei Loren reinkriegen. Genau, zwei Loren würden wir reinkriegen. Und das ist nicht so die Welt. Also ich möchte schon gerne so 4, 5, also am besten 5. Das heißt, wir müssen nochmal 5 Stockwerke weiter hoch. Das wäre dann das, was wir erreichen müssen. Das heißt, das werden wir vielleicht irgendwie in einem Turm tarnen. Das heißt, hier ist irgendwo der Eingang. Also hier so auf dieser Höhe. Und dann geht man, also praktisch hier so auf dieser Höhe von diesem hier, ne? Hier so ist dann diese Eingangsebene. Da geht man dann per Treppe runter in den U-Bahn-Schacht, da ist also U-Bahn-mäßigen Schacht, oder in die U-Bahn-Station mehr oder weniger, kann sich da ausruhen, wo man hinfährt. Und vom Eingangsbereich, der sich auf dieser Ebene hier so ist, ist links hier ein Türmchen und rechts ein Türmchen. Und dann können wir das hier schön da drinnen verstecken. Ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative. So, ich
guck erstmal, dass ich jetzt an einen sicheren Ort komme, ne? Weil ihr ahnt schon, was wieder kommt. Genau, ja. Wir nähern uns nämlich gerade dem Ende entgegen. Aber nicht eurem oder meinem Ende, nein, sondern einfach dem Ende der Folge. So, ich bringe mich mal in Sicherheit, genau. Kann ich hier einen schönen Blick rauswerfen, während die beiden... Ihr seid voll die Spanner, ey. Guckt woanders hin, genau. Guck woanders hin. Peinlich berührt weggucken, bitte. Ja, es funktioniert. Okay, nicht lange. Der guckt irgendwie so voll... was ist los? Ich glaube, du hast zu viel von deinen komischen Pilzen gefuttert, mein Freund. Ganz ehrlich. Du solltest nicht so oft an Kakteen naschen, ja? So. Oder hat irgendwie an Baumrinde geknabbert oder sowas. Wer weiß, was der alles macht, der Öko-Hani. So, nun gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Mr. Zocker.